Ja, guten Tag. Hier mal wieder die Wisdom Factory auf Deutsch und heute mit einem Thema, was mich über Jahrzehnte hin beschäftigt hat, nämlich die Stimme. Und ich habe dazu vor 2 Wochen, 3 Wochen, weiß ich nicht mehr genau, jemanden getroffen, der einen Vortrag gehalten hat über die Macht der Stimme. Habt ihr schon jemals nachgedacht, dass die Stimme Macht haben kann? Die meisten Leute wahrscheinlich nicht, aber es ist wirklich so. Und da habe ich heute eingeladen den Miroslav Krosa. Und er ist in Berlin und macht jede Menge tolle Stimmarbeit, die damals, als ich noch Stimme lernen wollte, nicht existierte. Und ich musste mir das sozusagen alles selber beibringen. Aber jetzt ist die Möglichkeit für jeden, das auch direkt zu lernen. Auf eine andere Methode, als man so, sagen wir mal, bis 70er Jahre, 60er Jahre und so gelehrt hat. So, ne? Wie man halt singen lernt und eine Übung rauf und runter und damit hat sich's, nicht? Und wenn du es nicht kannst, kannst du es halt nicht. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, da würde ich dich erstmal begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist. Und dann Ja. dich zu bitten, ein bisschen was über dich zu erzählen. Wie bist du jetzt unterwegs? Aber erstmal, wie kommst du da überhaupt dazu? Wieso fasziniert dich das Thema Stimme, dass du das zum Beruf gemacht hast? Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, ich grüße euch alle, jeden und jede Einzelne, die jetzt hier zuhört. Und ich freue mich, über das Thema Stimme sprechen zu dürfen, weil es ist einfach eines meiner Lieblingsthemen. Das hat sich rauskristallisiert aus meinem Musikersein, mit dem ich schon in frühester Kindheit begonnen habe, wo ich gemerkt habe, ja, Klang bewegt und bewirkt etwas in mir. Und ich habe erst relativ spät das Instrument Stimme für mich als Instrument auch entdeckt. Und ich habe es seitdem tatsächlich auch durchaus immer wieder und noch musikalisch betrachtet. Also weil ich so musikalisch aufgewachsen bin, und zwar mit der Geige und dann später auch mit anderen Instrumenten, habe ich so eine Einstellung bekommen, ja, wir können vieles als Instrument nutzen und die Frage ist, wie gut lässt sich ein Instrument nutzen, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Und dann habe ich über den Kontakt zu den Obertönen gemerkt, wow, die Stimme ist ja ein unglaublich flexibles Instrument. Ich hatte außer Volkslieder singen vorher mit Stimme nicht viel bewusst zu tun, außer dass ich das Gefühl hatte, das ist nicht meine wahre Stimme, mit der ich hier spreche. Ich darf und muss mich mal auf die Suche begeben, wie ich denn zu so einer natürlichen Stimmklangerfahrung komme, wo ich das Gefühl hatte, das fehlt mir irgendwie, weil ich damals auch sehr verkopft unterwegs war in meinen 20er Jahren. Und habe dann aber angefangen, mich viel mit körpertherapeutischen Methoden zu beschäftigen, sowohl mit den mit den theoretischen Hintergründen als auch wirklich mit praktischen Erfahrungen. Ich habe mehrere Fortbildungen bei verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern besuchen dürfen und habe dann gemerkt, wow, das wirkt ja auch auf mein Instrument Stimme so stark, dass ich vielleicht, und so ist es dann auch entstanden, mein Musikersein und mein auch interessiert sein am, wie funktioniert Menschsein, wie können wir das optimieren, das beides zusammenzubringen zu einer Form der ganzheitlichen Stimmbildungsmethode, die ich seitdem ja mit Freuden und auch mit Erfolg unterrichte und weitergebe und vermittle, sowohl in Gruppen als auch einzeln im Coaching, so was jetzt oft online stattfindet, was erstaunlicherweise auch geht, was ich natürlich auch sehr skeptisch betrachtet habe. Nach 20 Jahren Präsenzunterricht dann doch auch viel über den Monitor machen zu können, geht aber doch erstaunlich gut. Also da lässt sich auch viel bewegen. Ja, das ist spannend. In mancherlei Hinsicht haben wir so eine ähnliche Laufbahn. Also ich habe immer gesungen in Chören und so als Kind, Kirchenchor und so weiter. Und dann habe ich auch angefangen irgendwann in meinen 20ern mit Stimmunterricht und habe einen Lehrer gehabt, der hat ja ein System reingebracht, dann den nächsten Lehrer, da musste das wieder alles entlernen, nächstes System und so. Und ich habe dann auch gedacht, also das kann doch nicht sein, meine Stimme ist doch, ich habe damals schon Solo gesungen und dann haben sie mir gesagt, ja, so Bach kannst du vielleicht gerade noch singen, aber weiter geht deine Stimme nicht. Und da habe ich gedacht, kann doch wohl nicht sein. Aber ich hatte in der Zwischenzeit eben, deswegen die Parallele zu dir, die Atemtherapie nach Mittendorf gemacht, wo man Bewegung, langsame Bewegung, sich auf den Körper einlässt, spüren und so weiter. Und als ich dann nach Italien ging,
eigentlich um zu studieren am Konservatorium, aber es ging dann doch nicht. Und dann kam ich irgendwann hier aufs Land. Da habe ich gedacht, das, was du da gelernt hast, könntest du doch auch mit der Stimme machen. Dass die Körpererfahrung, ja, wie kann das gehen? Und habe mir dann selber langsam die Stimme erarbeitet und habe festgestellt, die war bei weitem nicht so klein, wie sie mir damals haben weiß machen lassen wollen, nicht? Insofern ist schon spannend, wie wir unseren Weg so finden zu der Stimme, zur Faszination der Stimme. Denn auch mir ist es so gegangen, dass, als ich es noch vermittelt habe, ich habe ja über 20 Jahre unterrichtet, dann, also ich würde sagen, 95% der Menschen haben eine ganz erweiterte Stimme bekommen und einen guten Zugang und zur Stimme. Manche wollen halt einfach bei ihrer Stimme bleiben und da kommen wir gleich vielleicht mal ins erste Thema. Die Identifikation mit der Stimme. Manche Leute, wenn sie erfahren, dass ihre Stimme eigentlich ganz anders ist und viel machtvoller, viel größer, als sie das gewohnt sind, dann kriegen sie einen Schreck und dann wollen sie nicht weitergehen. Wie siehst du das? Ja, da wird es ja richtig spannend, ja? Wenn wir tatsächlich merken, die Stimme transportiert mehr, als ich bisher mit mir und meiner Persönlichkeit verbunden habe. So, dann ist eben die Frage, ist die Persönlichkeit sozusagen offen und bereit und auch fähig dazu, sich eben in dieses größere Sein hinein zu entspannen, was der Klang uns anbietet. Vor allen Dingen, wenn wir eben schon auf der körperlichen Ebene entspannt sind, auf der geistigen auch. Aber ja, da wirken immer noch sehr viele Konzepte, die ja in der Regel eingrenzend und begrenzend sind. Und der Klang ist eben in seiner Ausbreitung, die im Idealfall sonnengleich in alle Richtungen gleichzeitig bis ins Unendliche geht, so riesig, dass er natürlich alle Konzepte zu sprengen einlädt. Und macht es aber nicht auf so eine gewalttätige Weise, wie dieses Wort sprengen jetzt implizieren würde, sondern er macht es auf eine sehr sanfte Weise. Also ich finde den Klang als therapeutisches Medium so wertvoll, weil er so nicht invasiv den Menschen einlädt, sich in das größere Sein hinein zu entspannen, was der Klang sozusagen schon mitbringt. Ja, es gibt ja nur zwei Seiten. Einerseits der Klang, den man selber erzeugt, und andererseits der Klang, der auf einen zukommt. Und ich habe eben durch die Erfahrung mit der eigenen Stimme, wenn ich sie dann in mir vibrieren, gespürt habe, langsam, und wenn man will, kann man es ja bis zu den Fußzehen spüren, nicht? Wenn man richtig Acht gibt und es auch richtig macht, würde ich mal sagen. Das andere ist, dass wenn man Musik oder was auch immer, Klänge von außen hört, die kann man ja auch nicht nur mit dem Ohr hören, sondern auch mit dem Körper. Und die Frage ist, ist das, wenn du von zum Beispiel Klangtherapie machst, ist das auch deine Erfahrung, erzählen das auch die Leute, dass sie den Klang in sich spüren können? Und wie gehst du dann da weiter? Naja, also ich betrachte das Hören tatsächlich nur als einen Aspekt des Wahrnehmens des Klanges, der im Idealfall mit allen Sinnen wahrgenommen wird, denen, die wir benennen können und auch mit denen, die wir noch nicht benennen können. Das heißt also, wir könnten beginnen mit dem Lauschen, dass wir sagen, Hören plus Fühlen ist gleich Lauschen. Das ist schon mal mehr als nur das reine Hören, wobei das Hören eben auch unterschiedlich stattfinden kann, zum Beispiel über die linke Gehirnhälfte verarbeitet oder über die rechte Gehirnhälfte verarbeitet, was einen kompletten Unterschied macht. Ja, ob wir den Oh, erzähl Klang. da mal mehr dazu, das finde ich spannend. Also Studien haben herausgefunden, dass wir die Grundtöne mehr mit der linken Gehirnhälfte wahrnehmen und die Obertöne mehr mit der rechten Gehirnhälfte. Nun ist es tatsächlich immer noch nicht für alle so vertraut, dass der Klang ja aus einer Fülle von Schwingungen besteht, wovon der Grundton nur die tiefste ist. Schon auch eine fundamentale, weil aus diesem Grundton heraus bilden sich eben die ganzen Obertöne, die aber eben so weit nach oben bis ins Unendliche sogar gehen, dass sie einen wesentlich und zwar auch größeren Anteil am Gesamtklang geschehen haben als der Grundton selbst, selbst wenn der Grundton die Quelle der Obertöne ist. So, und die Obertöne wahrzunehmen gelingt halt nur über die rechte Gehirnhälfte. Und deswegen ist im Idealfall, so wie bei anderen Lebensbereichen auch, eine ganzheitliche Herangehensweise empfohlen, wo wir nicht nur analytisch-logisch an den Klang rangehen, sondern eben auch übers Fühlen, übers ästhetische Wahrnehmen, übers uns damit sogar verschmelzen.
so dass wir in dieses Gefühl hineinkommen, der Klang selbst zu sein, was dann eben, wie du schon sagtest, dazu führen kann, dass wir nicht nur die physikalischen Vibrationen wahrnehmen im Körper, sondern auch die energetischen, die ja über den physischen Körper sogar weit hinausgehen können. Und wenn wir das dann auch noch verbinden mit einem bewussten, intentionalen, ja, den Klang aufladen mit einer bestimmten Geistesausrichtung, dann entfalten sich da nochmal ganz andere Potenziale, als wenn wir den Klang rein physikalisch betrachten, also so wie mechanisch oder so. Das könnte man jetzt auch muskulär schon als komplex genug betrachten, weil das Mysterium Stimme ist eben immer noch ein solches. Selbst von den größten Stimmenforscherinnen und Forschern wird zugegeben, sie können es nicht im letzten Detail erklären, was da alles passiert. So, insofern ist da immer noch Forschung und Fragezeichen am Start. Und das finde ich auch gut so, dass wir immer wieder mit so einer kindlichen Neugier und mit einem Staunen an dieses Phänomen herangehen und uns fragen, wow, was passiert hier eigentlich? Wie gelingt es dem Geist, über den Klang der Stimme sozusagen wirksam zu werden in der Materie, sowohl in meiner eigenen als auch in der Materie von meinem Gegenüber oder dem Publikum? Ja, ich wollte noch mal auf die Obertöne zurückkommen, und das ist jetzt mehr physikalisch gesehen. Je mehr man Obertöne integrieren kann, oder sagen wir mal anders, je nachdem, welche Obertöne du in deinen Grundton integrierst, dementsprechend klingt die Stimme. Beziehungsweise je mehr Resonanzräume du erschließen kannst, rein physisch, desto anders wird die Stimme. Und insofern, wenn viele Leute denken, ach, ich habe keine große Stimme oder so, wie ich damals mir erzählt haben, heißt es nur, dass ich keinen Zugang hatte zu den anderen Klangräumen, die die Stimme ergänzen würden, den Klang ergänzen würden, oder dass man auch dann mit dem Klang spielen kann, ja, dass man bestimmte Klangräume ausschließen kann, willentlich, und bestimmte andere dazu kommen lassen kann, je nachdem, wie man was interpretieren möchte, nicht? Und ich finde es komplett spannend, wie man praktisch oft in die Welt geht, nicht als Baby, aber später mit der ganzen Erziehung, die wir haben zum Stillsitzen und zum Bravsein und so, wie die Stimme praktisch dieses Potenzial, was wir eigentlich hätten, verliert, und dass man das dann wieder öffnen kann. Und das kann man, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man dieses spirituelle Aspekt hauptsächlich erst wirklich integrieren kann, wenn man physisch, psychisch offen ist. Was denkst du? Ja, ich will an dieser Stelle mal die mentale Ebene mit reinbringen, die aus meiner Sicht und Erfahrung jetzt nach 22 Jahren Stimmcoaching mit sehr vielen Menschen eine wesentliche und entscheidende Rolle dafür spielt, wie eben ein Körper auch zur Verfügung steht mit den von dir genannten Resonanzräumen, die dann schwingungsfähig sein sollten, wie bei einem Baby sie eben natürlicherweise sind. Und die aber eben begrenzt werden durch die begrenzenden Glaubenssätze, die einem Kind leider von frühester Kindheit meistens schon eingegeben werden, wo die Frage ist, wie viel übernimmt das Kind davon? Wie kann es sich seinen Freiheitsdrang und Willen und sein Freiheitsgefühl bewahren und das auch durchsetzen? Oder wird es eben tatsächlich in der Persönlichkeit so in Boxen hinein komprimiert, dass da eben nicht mehr so viel mitschwingen kann. Und dieses nicht mehr so viel Mitschwingen, das drückt sich dann eben tatsächlich auch in der Klangfarbe aus, dass da bestimmte Obertöne nicht so frei und stark schwingen können, wie sie es könnten und wie es von Natur aus vorgesehen ist. Wobei wir auch sagen dürfen, ja, die Filterung und Einschränkung der Obertöne ist auch eine Basis unserer Sprache. Also wir sind die ganze Zeit dabei, den Klang zu gestalten, und zwar sehr massiv. So, und die Frage ist aber, wie bewusst machen wir das? Und wir können lernen, unsere Klanggestaltungsmöglichkeiten noch viel mehr auszuschöpfen, indem wir sozusagen in die innere Dimension des Klanges eintauchen und uns diese Feinstrukturen, die halt auch in den Obertönen schwingen, bewusst zugänglich machen, sodass wir dann auch wählen können. Wie lassen wir unsere Stimme jetzt gerade erklingen in dieser spezifischen Situation? Wie kann ich meine Stimme anpassen, auch an mein Gegenüber oder an die Ausrichtung und Absicht, die ich habe, was ich gerade bewirken möchte mit meiner Stimme?
Ich finde es total richtig, dass oft einmal die physische Restriktion, die die Kinder erleben, dass sie so lange stillsitzen können, das ist also die körperliche mangelnde Verbindung zwischen Stimmapparat und dem ganzen Körper, den man ja braucht für eine gute Stimme. Aber andererseits auch das Psychische. Wie oft kommen Leute und sagen, ich kann nicht singen. Ne? Ich hatte sogar bei Kursen jemand da, lass mich bloß nicht singen, ja, ich kann nicht singen. Und dann habe ich sie durch Hinterwege, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass sie gesungen haben dann. Weil Menschen denken ja auch, dass Sprechen und Singen grundsätzlich was Verschiedenes ist. Aber ist es ja eigentlich nicht, nicht? Du benutzt nur die Stimme ein bisschen in anderen Registern und auf andere Art und Weise. Also wenn Leute aufgewachsen sind, Kinder kriegen gesagt, du kannst nicht singen, halt die Klappe, dann bringen sie das ins Erwachsenenalter und dann, sobald sie sagt, sing mal was, mit nee, kann ich nicht. Und dann, wie gehst du damit um? Wie löst du diese, ich würde ja mal sagen, psychischen Hemmungen, die da drin sind und die eigentlich ein Schicksal gestalten? Denn Singen für mich ist doch eigentlich das Natürlichste von der Welt. So wie Sprechen Genau. natürlich auch, ne? Ja. Ja, das ist eine sehr essentielle Frage, die du da stellst. Danke dafür und gern gehe ich darauf ein. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass eben tatsächlich für alles eine geistige Ursache existiert, egal ob das eine körperliche Symptomatik ist, die wir als Krankheit bezeichnen, oder eben ein Stimmklang. Auch der hat eine psychische Ursache und die gilt es sozusagen herauszufinden. Das ist meine Aufgabe als ganzheitlicher Stimmcoach, Menschen dabei zu unterstützen, zu erkennen, wie sie programmiert wurden von der Gesellschaft, von ihren Erziehungsberechtigten und auch von sich selbst. Und ich will mal einen Beispielsatz dafür geben, denn die Frage, die sich stellt, wenn jemand seine Stimme öffnen möchte und vergrößern und verstärken möchte, ist ja, möchtest du überhaupt gehört werden? Diesen Punkt gilt es tatsächlich bei den meisten Menschen erstmal zu klären. So, denn viele haben damit schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie gehört werden. Na, da gibt es nämlich Reaktionen dann von der Außenwelt. Und die waren nicht immer goldig und unterstützend, wenn jemand gehört wurde oder jemand. Und deswegen ist das ein Beispiel für so einen Schlüsselsatz, den es sozusagen in die Neuausrichtung, in die Neuwahl zu begeben gilt, in dem Sinne, dass jemand wirklich merkt und mit seinem ganzen Sein fühlen kann, ja, ich will jetzt endlich wieder gehört werden. So. Genau, daran liegt es nämlich, dass dass man sich mit so einer mickrigen, kleinen, piepsigen Stimme mehr oder weniger verstecken kann und dann braucht einen niemand ernst zu nehmen. Wenn man aber eine ausdrucksvolle Stimme hat, dann wird man gehört und dann muss man auch antworten auf die Antwort, die kommt, nicht? Also das finde ich eine ganz, ganz wesentliche Sache. Vor allen Dingen bei Erwachsenen. Bei Kindern ist es ja noch anders. Die hätten ja eigentlich den natürlichen Drang, gehört werden zu wollen, ja? Genau. Und dass man das unterstützt bei Kindern. Ja, und hier ist halt sozusagen auch die Brücke zu diesem Machtthema, nämlich die Frage, bin ich mir meiner eigenen Autorität bewusst? Kann ich diese voll verantwortlich ausfüllen und leben, zumindest jetzt schon als Erwachsener? Oder hängen da noch Kindergeschichten dran, ne, wo halt meine Autorität als Kind damals nicht von den Erwachsenen als solche anerkannt wurde, sondern die Erwachsenen in ihrer eigenen Autorität diese benutzt haben, um sich über die Autorität des Kindes zu stellen und in der Regel nicht auf Augenhöhe und auf, wie ich gerne sage, Herzenshöhe kommuniziert wurde. Wir könnten auch sagen auf Ohrenhöhe, im Sinne von, dass alle wirklich in ihren Bedürfnissen, in ihren Gefühlen und Befindlichkeiten ausreichend gehört wurden, um auch berücksichtigt zu werden im Gesamtgeschehen der Gemeinschaft. So, das heißt ja nicht immer, dass jedermanns und jeder Fraus Wünsche erfüllt werden können und auch tatsächlich nicht, erst recht nicht jedes Kindes Wünsche erfüllt werden können. Das geht nicht, das ist uns völlig klar, das ist einfach real. So, doch gehört werden kann ein jeder und eine jede. Und das macht ein ganz anderes Gefühl, wenn ich gehört wurde und mir auch vermittelt wurde, warum und wieso wir trotzdem jetzt eine andere Entscheidung treffen müssen als Gemeinschaft, als die, die das Kind vielleicht gewählt hätte, in seinem nicht den Gesamtüberblick haben können. So, und da wachsen ja Kinder eben auch erst rein.
Und da ist die Frage, sind wir als Erwachsene da schon angekommen? Können wir tatsächlich in einer Gemeinschaft, egal wie klein oder groß sie ist, jede Einzelne und jeden Einzelnen als gleichberechtigten Teil dieser Gemeinschaft anerkennen, respektieren, wertschätzen und ihm auch unterstützen in seinen Bedürfnissen und Befindlichkeiten im Sinne von, es soll uns ja allen gemeinsam gut gehen. Nur dann geht es jedem Einzelnen wirklich gut, wenn es allen in der Gemeinschaft gut geht. Und da kommen wir zu diesem Wir-Gefühl, was aus meiner Sicht erstmal jeder Mensch mit sich selbst aufbauen kann. Und zwar eben auch mit seiner Stimme. Bin ich schon im Wir-Gefühl mit meiner Stimme? Sind wir schon im Team miteinander? Kann ich schon nicht nur die Stimme nutzen und manchmal sogar benutzen, vielleicht sogar manchmal missbrauchen, wenn ich nicht auf sie höre, sondern kann ich auch auf sie hören und ihr folgen und ihren Bedürfnissen? Kann ich sie pflegen? Kann ich sie wertschätzen in ihrer Empfindlichkeit und Zartheit und Sensibilität, die sie ja hat und mitbringt? Was ein großes Geschenk ist, mit dem wir zusammen agieren können. Ja, und da kann ich nur einladen, die Stimme als Freundin zu betrachten und mit ihr eine Teamenergie aufzubauen, wo wir wirklich sagen, ja, ich höre dich, meine Ja, liebe Stimme, ja, ich höre dich. ich denke, es ist ein Prozess des Wiederentdeckens, was irgendwie irgendwann im Leben mal abhanden gekommen sind. Und das sind ja manchmal wirklich nur ganz kleine Bemerkungen, die man als Kind, kleine Botschaften, die man bekommt und daraus was ableitet. Wie gesagt, du kannst nicht singen und das halt die Klappe ist sowas. Ne? Die ist dann natürlich ziemlich heftig und wenn es in der Schule passiert, ist das noch heftiger, dass wir vorsingen müssen und dann beschämt sich hinsetzen. Zu mir haben sie immer gesagt, ich hätte eine Blechstimme. Man wird mich schon hören von Hunderten von Metern her und da das sowas. Es hat mich nicht abgehalten, später zu singen, aber es ist vielleicht eine Herausforderung, nicht? Sowas. Aber jemand anders kann das empfinden als eine ganz schlimme Geschichte. Ich will doch keine Blechstimme haben. Ich will doch lieb sein und ich möchte doch anerkannt werden, nicht? Und ich denke, von dem du sprichst, gerade das mit der Gemeinschaft, ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist ein Wiederentdeckungsprozess und der auch mit viel Schattenarbeit verbunden sein muss. Persönliche Schattenarbeit. Gucken, wo ist es da schiefgelaufen? Wo habe ich die falschen oder die, sagen wir mal nicht falschen, aber ungünstigen Botschaften bekommen? Wo habe ich die integriert und wie kann ich da jetzt wieder herauskommen? Und einerseits psychologische Arbeit, andererseits, ich habe immer meine Stimmarbeit empfunden als eine Art Therapie, ne? Die Leute an ihr Genau. eigenes physisches, psychisches und spirituelles Potenzial heranzuführen. Ja, ich kann dir nur zustimmen, liebe Heidi, und wir kommen jetzt auf den Punkt, der aus meiner Sicht auch absolut essentiell ist, nämlich der Punkt der Beziehungen, die ja einen emotionalen Einfluss haben auf unsere Stimmung und damit auch auf unsere Stimme. Wo eben die Frage ist, was machen wir denn mit all diesen Aussagen, die über uns und zu uns getroffen wurden? Und ja, manche Seele ist stärker und kann es sozusagen wie abperlen lassen. Und andere, die lassen sich davon eben fast wie programmieren. Im Sinne von ein einziger Satz, so wie du es benannt hast, kommen tatsächlich viele Menschen ins Stimmcoaching, sind von einem einzigen Satz daran gehindert worden oder darin reduziert gewesen, ihre Stimme frei zum Ausdruck kommen zu lassen. So, und dann geht es nicht nur darum, diesen Satz aufzulösen und neu zu programmieren, sondern es geht auch darum, die Beziehung zu heilen, die dahinter steht. Von wem wurde dieser Satz gesagt? Und was hat das damals für Gefühle ausgelöst? Wurden die jemals ausgedrückt oder schwingen die noch im Körper? Ist da noch eine Trotzenergie, so nach dem Motto, ja, wenn du mich nicht hören willst, dann darf mich auch niemand hören, weißt du, dann halte ich halt meine Klappe. So. Da ist ganz oft noch eine Rebellionsenergie im System. Und es gibt viele andere Beispiele dafür, wie zum Beispiel Trauerenergie, Wutenergie, die nicht ausgedrückt werden konnte im Umgang mit dem Erwachsenen damals, als kleines Kind vielleicht, sondern das sitzt manchmal dann noch drin im System und darf ausgedrückt werden. Und da ist eben der körpertherapeutische Aspekt im Stimmcoaching für mich ganz wesentlich, wo ich Menschen tatsächlich unterstütze, einerseits ja tatsächlich die Personen zu identifizieren, mit denen sie damals diesen Austausch gehabt haben, der so prägend war für sie und ihren Umgang mit ihrer eigenen Stimme. Und dann eben zu schauen, ja, was ist da noch offen, was ist da noch ungeklärt im Sinne von, die Kommunikation war nicht vollständig.
Ja, und wir machen das dann transparent. Worin bestand die unvollständige Kommunikation denn? Was gehörte denn gesagt? Was hätte der andere denn hören sollen oder die andere, so um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen? So, und dadurch kommt dann einfach eine Beziehungsklärung in Gang, die natürlich auch eine Beziehungsklärung mit mir selbst immer ist, weil die Frage ist, wie gehe ich denn mit meiner eigenen Wahrheit in mir um, die ich schon schwingen fühle? Bin ich da immer noch im alten Unterdrückungsmustermechanismus drin? Genau, das tut man ja manchmal, die Macht, die über einen ausgeübt wurde. Als Kind kannst du ja nicht viel sagen dagegen, ne? Weil wie weit hast du das selber verinnerlicht und wie weit kannst du da herauskommen? Also für mich war es eine lange Zeit, bis ich einigermaßen angstfrei meine Stimme zeigen konnte. Ja? Und auch vor jedem Konzert immer wieder Angst und ach Gott, oh Gott, und kannst du das überhaupt und wie und was? Aber letztendlich denke ich, was du gesagt hast, diese Widerstandsenergie war bei mir der Hauptgrund. Ich sage, jetzt zeige ich es euch aber, keine Blechstein. Genau. Ja, und Das ist das, eben auch die ja. Frage sogar, inwiefern war das sogar sinnvoll, dass dir damals dieser Satz gesagt wurde, inwiefern hat es sich aktiviert und motiviert und können wir eben auch alle solche ja, reduzierenden Glaubenssätze nutzen als eine Motivation und als eine Herausforderung, um halt in unser größeres Sein hineinzuwachsen und unsere Bestimmung zu finden, egal aus welchen Umständen wir kommen und egal was andere über uns gesagt haben. Es gibt ja diese Kraft der Seele in jedem Menschen. Und da möchte ich nochmal dieses Thema ansprechen, wo du sagtest, ja, wir haben tatsächlich eine starke Verbindung zu unserer Stimme, weil die Stimme so nah dran ist an der Seele. Ja? Und eine unbewusste Identifizierung mit der Seele und mit dem höheren Selbst hat, glaube ich, jeder Mensch. Die Frage ist nur, wie bewusst wir damit umgehen und ob wir dieser inneren Autorität mehr folgen als den äußeren Autoritäten oder denen, die wir daraus aufgebaut haben, die aber künstliche Autoritäten sind und keine wirklichen natürlichen Autoritäten. So, und ich halte die Stimme und insbesondere die innere Stimme für eine sehr hohe Autorität. Da können wir aber auch nochmal hinterfragen, wie viele innere Stimmen habe ich denn eigentlich und welche ist denn nun wirklich meine wahre innere Stimme, die auch verbunden ist mit meinem Kern, mit meiner Essenz, mit meiner Seele, vielleicht sogar mit dem großen Ganzen, mit der Quelle allen Lebens. Und das ist auch ein wesentlicher Teil im Stimmcoaching, sozusagen dieses ganze komplexe Gewirr und Dickicht und Labyrinth der inneren Stimmen zu strukturieren, zu sortieren und Kriterien dazu finden. Wie ich denn erkennen kann, ob eine Stimme aus Liebe mit mir spricht, sei es von innen oder von außen, oder aus anderen Absichten heraus. Ja, weil die Liebe selbst hat keine Absicht, die ist eben bedingungslos liebend, sonst ist es keine Liebe. So, die gibt mir also einen Raum. Und dieses Thema Raum kommt ja im Stimmtraining, im Gesangsunterricht immer wieder zum Vorschein im Sinne von, die Frage ist, habe ich in mir und auch um mich herum schon den Raum, um mir meine Stimme zu erlauben? Empfindet meine Stimme das? Und die Stimme ist da so sensibel. So, ich will diesen Vergleich mal wagen hier, auch wenn er sehr intim erscheint. Die Stimmlippen sind ja auch Lippen. So, ähnlich wie die Lippen bei der Frau unten. So, und die sind beide super sensibel. Und reagieren tatsächlich auf Umwelteinflüsse und Herangehensweisen und Absichten und Energien unglaublich stark. Die öffnen sich nicht jederzeit. So, die können zwar mit einer starken Absicht von außen geöffnet werden, aber das ist dann schon tatsächlich auch sehr gefährlich und kann auch Folgen haben und ja, sogar zu neuen Traumatisierungen führen. Und das ist ein hartes Thema, was ich jetzt hier anspreche. Das habe ich auch so noch nicht besprochen, aber es kommt jetzt gerade hier rein. Ja, ich nenne es einfach mal die Vergewaltigung der eigenen Stimme. Oh ja. Durch den starken Geist, durch den starken Kopf, der sagt, ich will das jetzt. Ja, Es ist ja obwohl sie noch nicht bereit ist. ein Riesenproblem oft von Menschen, die in Sprachberufen sind, dass sie ihre Stimme vergewaltigen. Auch Sänger, also die Stimme vergewaltigen, weil sie meinen, sie müssten irgendwas rausbringen und dann nicht mehr im Kontakt sind mit der eigenen Stimme, sondern mit einer Vorstellung, wie sie zu sein hat. Und dann kommt dann irgendwann, ich meine, die Stimme ist physisch halt nur bestimmt belastbar und dann irgendwann
sagt sie, nee, mit mir nicht mehr, nicht? Und Genau. ich wollte noch was anderes sagen. Es ist ja nicht von ungefähr, dass, wenn man meint, man dürfe nichts sagen, man sagt, man schnürt einen den Hals zu. Und dass das praktisch hier dieses Chakra-Ebene und die Stimme selber, die Kehle selber, der Ort ist, wo entschieden wird, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und wenn man dann das Gefühl hat, dann ist doch sicher was da, was man eigentlich sagen würden wollte, aber man darf irgendwie nicht. Also diese Suppression, die gerade auf dieser Ebene stattfindet, ist ja doch ziemlich allgegenwärtig, würde ich mal sagen. Ja, wir haben halt verschiedene Segmente. In der Körpertherapie sprechen wir von verschiedenen Segmenten, die halt im Körper eine Art Panzerung durch eine Muskelanspannung bewirken können, um bestimmte Energien nicht frei fließen zu lassen. So, und diese einzelnen Segmente wieder zu entpanzern und da den freien Energiefluss wieder zu ermöglichen, ist halt eine Aufgabe auch im Stimmcoaching, weil das eben auch ein sehr starker Muskelring ist, der hier um den ganzen Stimmapparat drumherum liegt, ne, wo halt 35 bis 50 Muskeln daran beteiligt sind. Da ist sich die Literatur nicht ganz einig, weil eben die Frage ist, wo ist denn die Grenze, wo hört es denn auf, wo fängt es denn an? In Wahrheit, aus meiner Sicht, ist halt unser ganzer Körper an der Stimme beteiligt mit allen über 500 Muskeln. Und ja, wenn wir irgendwo eine Anspannung haben, dann ist die auch in der Stimme hörbar. Und diese Anspannungen im Körper, die sind halt bedingt durch die Anspannungen im Geist. Und deswegen ist die Frage, kann ich einen Raum zur Verfügung stellen, mir selbst und auch anderen, in dem sozusagen Angstfreiheit existiert, im Sinne von, da ist keine Notwendigkeit für irgendeine Anspannung im Geist oder im Körper, sondern wir können uns da miteinander entspannt verhalten. So, und das ist aber leider nicht so viel und nicht so oft. Also wirkliche geschützte und vielleicht sogar heilige Räume zu finden in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, ist tatsächlich immer noch eine Herausforderung. Und deswegen ist es so wertvoll und wichtig, dass immer mehr Menschen solche Räume erschaffen. In sich selbst, aber auch mit anderen zusammen in Gruppen. Und da sehe ich auch sehr viel Hoffnung, weil ich so viele Menschen kenne und mit denen auch vernetzt bin, die solche Räume bewusst erschaffen, wo Menschen sich endlich lösen können, auch von den alten Anspannungen des Geistes, die eben die Anspannung im Körper auch mit bewirkt haben, sodass wir gemeinsam die Energien wieder auch reinbringen können ins Leben, die ja darauf warten, durch uns durchgebracht zu werden, wo die Stimme ja als ein ganz wesentlicher und wichtiger Kanal dient, um Bewusstseinsenergien auf die Erde zu bringen. Es ist wunderschön ausgedrückt, ja. Ich stimme dir voll zu. Ich bin ja jetzt im Moment in der Situation, dass ich versuche, mit anderen Leuten eine Lebensgemeinschaft aufzubauen, nach ähnlichen Prinzipien. Und ich werde da sicher die Stimmarbeit mit einbringen, ja, wir sind auch überzeugt, dass eine neue Gesellschaft nur durch Beziehungen, und zwar durch geheilte Beziehungen, passieren kann. Und dass es unser Beitrag hoffentlich sein wird, dass wir das in Angriff nehmen und das schaffen können, neue kleine Nukleen sozusagen aufbauen in der Gesellschaft, die sich dann miteinander verbinden und einen anderen Zugang zum Leben ermöglichen oder erstmal pioniermäßig erfahren und dann vielleicht weitergeben können, nicht? Und ich bin der Meinung, Stimme ist da so wesentlich und so total unterschätzt. Genau, und es geht so leicht, über die Stimme auch miteinander in Kontakt zu kommen. Sie schafft halt Verbindung, ne? Verbindung mit mir selbst, aber auch Verbindung mit anderen. Deswegen ist dieses gemeinsame Tönen und Singen einfach so ein unglaublich gemeinschaftsbildendes Werkzeug, was wir viel mehr noch nutzen sollten und könnten. Und zwar nicht nur in Gesangsgruppen, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen, wo ich sage, es wäre total angemessen, vor der Arbeit und nach der Arbeit miteinander zu klingen und zu schwingen. Und zwar auch in Bewegung, in freier Bewegung. Auch um alte Reste von Schwingungen, die gar nicht zu mir gehören, wieder loszulassen und mich zu reinigen. Aber auch vor der Arbeit, um mich auszurichten, um mich anzubinden an die Erde, an die Schöpfung, an meine Seele, an das Team, mit dem ich unterwegs bin. Also das wäre tatsächlich was für die neue Zeit, dass wir da so eine neue Kultur aufbauen, uns über unsere Stimmen miteinander zu verbinden und einzuschwingen. Ja, und wir haben ja intuitiv ein Gefühl für Stimme.
Denn du kannst auch, jetzt sehen wir uns, aber auch am Telefon, wenn du einigermaßen dich einhören oder einlauschen, nennst du das, kannst auf den du am Telefon hast. Du kannst ja ablesen, ob der Mensch traurig ist, ob er nervös ist, ob er, ganz viele Sachen stecken ja rein im Klang der Stimme drin, die wir eigentlich natürlicherweise Antennen haben, das zu identifizieren. Ob wir es dann noch können, ist die andere Frage. Aber zum Beispiel, man kann ja oft unterscheiden, auch Lügen, wenn Menschen, es sei denn, sie sind sehr geschult als Schauspieler, ja. Aber wenn ein Mensch nicht so geschult ist, auch körperlich nicht so geschult ist, kann man an der nichtverbalen Ausdrücken, kann man ganz oft sehen, wie der das eigentlich meint, was er verbal sagt. Meinetwegen mit den Worten sagt er irgendwas, ich liebe dich, aber wenn er das so sagt, ich liebe dich, ja, ist doch völlig klar, dass er das nicht macht. Und ich finde, wir sollen uns auch daran erinnern, auf unsere Fähigkeiten, Stimme zu empfangen und daraus auch die Informationen zu ziehen und viel, viel weniger auf diese Wörter hören. Das, was mein großer Fehler war in meiner Vergangenheit, dass ich immer den Wörtern mehr geglaubt habe als den anderen Informationsquellen und erst langsam das so entdecken durfte. Ja, du sprichst da ein Thema an, was ich nenne. Die Stimme ist sowohl ein Wahrgebungsorgan als auch ein Wahrnehmungsorgan. Denn wir nehmen tatsächlich die Schwingungen der Stimmen anderer Menschen auch über unser Stimmorgan mit auf, weil das ist eben so extrem sensibel, schwingungsfähig, dass wir darüber die Informationen bekommen. Also wenn wir jetzt miteinander sprechen, dann schwingen unsere Kehlköpfe miteinander in Resonanz. So, und wir bekommen darüber Zugänge zu dem Wesen des anderen, selbst wenn wir das nicht analytisch alles differenzieren können oder sogar wollen, kann man aber machen, wenn wir sozusagen den Arbeitsauftrag zum Beispiel dafür haben. Zum Beispiel in der ganzheitlichen Stimmanalyse, die ich anbiete, bekomme ich ja direkt den Auftrag von Menschen, ja bitte, schau mal, was hörst du und spürst du und kannst du erlauschen an Informationen, die durch meine Stimme rüber geschwungen werden. Das mache ich dann nicht nur mit meinem Gehör und Gefühl und mit meiner Erfahrung, sondern da nutze ich dann auch eine Software zur Visualisierung von Klängen, so um das noch technisch unterstützt, etwas objektiver zu machen und dann auch in die Feinstruktur der Obertöne hineingehen zu können, die nämlich alle unterschiedlich schwingen bei jedem einzelnen Menschen und die sowas wie eine Art Fingerprint dann auch im Stimmklang sichtbar machen, wo klar ist, okay, das ist einfach super individuell. Und das ändert sich sogar von Moment zu Moment, ähnlich wie bei einem Foto. Wir ja auch wissen, selbst wenn ich 10 Aufnahmen pro Sekunde machen würde, würden wir sehen, dass jedes Foto leicht verschieden ist. Ja, weil wir die ganze Zeit in Bewegung sind, weil wir halt ein wandlungsfähiges Wesen sind und weil wir in Wahrheit nichts Festes sind, sondern schwingende Energie. Aber doch gibt es so Grundschwingungen, die sich auch über längere Zeiten halten und bestimmte Muster, die sich zeigen, die auch unsere Individualität ausmachen, die wir auch feiern können. Ja, unsere Einzigartigkeit, die ja die Vielfalt des Lebens ermöglicht. So, und von daher möchte ich auch ganz bewusst einladen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Einzigartigkeit ihrer eigenen Stimme zu wertschätzen und sich darin zu üben, die eigene Stimme so zu lieben, wie sie jetzt ist. Denn das ist der Ausgangspunkt dafür, dass die Stimme sich eben selbst frei entfalten und entwickeln kann in die Richtung, die für sie angemessen und eben auch der nächste Schritt ist. Was die Stimme von sich aus selbst besser weiß, als wir das vom Kopf jemals könnten. Selbst erfahrene Gesangstrainerinnen und Stimmcoaches können das nicht wissen, was für deine Stimme der nächste Schritt ist. Sie können es nur ahnen und vielleicht auch einladen, diesen Schritt auszuprobieren. Aber du selbst wirst immer am meisten spüren, was ist für dich stimmig. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Stimme und die Töne, die du singst, sondern auch auf jeden Schritt und jede Entscheidung in deinem Leben. Und da sehe ich die Stimme auch als ein wunderbar diagnostisches Werkzeug im Sinne von, wir können an der Stimme ablesen, wie stimmig etwas für uns ist. Wir brauchen es zum Beispiel nur mal antesten und aussprechen, was wir für eine Entscheidung in Betracht ziehen. Und wenn wir das vor einem Spiegel machen und wirklich ehrlich sind, dann merken wir dann, ist das jetzt hundertprozentig schon stimmig? Bin ich wirklich in Übereinstimmung damit? Entspricht das meiner Bestimmung? Oder stimmt da irgendetwas noch nicht? Von wem habe ich mich denn da doch noch fremdbestimmen lassen?
in meiner Entscheidung, die ich hier gerade treffen wollte. Also fühle ich vielleicht doch nochmal genauer rein, was ist für mich persönlich stimmig und wofür möchte ich meine Stimme erheben. So, in diese Richtung unterstütze ich Menschen, da ihren persönlichen Weg auch zu finden. Das finde ich ganz wunderbar. Das habe ich noch nie dran gedacht, dass man das, was man für sich denkt, jetzt machen zu wollen, das wirklich ausspricht und lauscht. Wie klingt das für mich? Ja, ist es so? Habe ich das so richtig verstanden? Genau, also ich mache das im Stimmcoaching mit sogenannten Heilsätzen, die halt dann eben die alte Programmierung auch nicht nur löschen, sondern eben das Vakuum füllen mit einer neuen Schwingung. Was aber erst geht, wenn sozusagen die emotionalen Prozesse durchlaufen sind und es wirklich bereinigt ist und dann nicht noch alte Energien mitschwingen. Dann können wir sozusagen einen neuen Samen setzen, der dann am stärksten aufgeht, wenn es nicht nur ausgesprochen wird. Gerne auch mehrmals hintereinander, um das zu etablieren und dann neue Gehirnnerven zu legen, sondern wenn es dann eben auch noch gesungen wird. Ja, und das ist so ein Anteil in meiner Arbeit, dass ich Menschen ihre Wahlen, ihre Neuentscheidungen singen lasse, weil dann eben dieser multidimensionale Raum sich öffnet, wo die Kraft des Geistes und der Absicht eine noch viel, viel stärkere und weitreichendere Wirkung hat, als wenn ich es einfach nur so sage und dabei mein Sprachzentrum aufleuchtet. Aber beim Singen wissen wir, da leuchtet das ganze Gehirn auf, da wird das ganze Energiefeld und zwar auch über den Menschen hinaus informiert. Da wird die Form neu in Form gebracht durch die Kraft des Klanges. Und das geht eben über den eigenen Körper hinaus. Das informiert eben auch das Leben und dadurch kommen dann eben auch andere Reaktionen von außen auf einen Menschen zu, der sich wirklich für etwas neu entschieden hat und eine wirkliche, tiefe, ganzheitliche Wahl getroffen hat über zum Beispiel, was ich bin, was bin ich denn? So, und was ist meine Stimme? So, das kann ich sehr empfehlen, da auch mal ein Brainstorming zu machen und zu schauen, was kommt aus dem Unterbewusstsein hoch, wenn ich mich frage, meine Stimme ist, ne, wie würde ich diesen Satz vervollständigen? Und dann eben das Ganze aufzuarbeiten. Das sind wirklich auch Hausaufgaben, die kann man teilweise alleine machen. Aber manchmal braucht es eben auch Unterstützung, gerade wenn es um so schwerwiegende Geschichten geht, wie Traumatisierungen, die einfach so tief ins System reingegangen sind, die teilweise im vorsprachlichen Bereich schon stattgefunden haben, der Entwicklung eines Menschen, so wo wir teilweise auch mit dem Mentalen dann nicht mehr rankommen. Ja, toll. Das werde ich jetzt machen. Bei mir steht ja an, verkaufe ich mein Haus und wirklich werde ich mit den anderen einsteigen. Und das ist jetzt so gerade im sich bewegen. Das werde ich befolgen, deinen Rat. Das ist klasse, ist mir noch nie in Sinn gekommen, dass man auf die Art und Weise ich selber auf die Schliche kommen kann. Meint man es ernst oder meint man es nicht ernst? Klasse. Ja, und es geht gar nicht um den Ernst, sondern es geht um die Freude aus meiner Sicht, weil da ist die größte Kraft drin. Also wenn du spürst, wow, ich habe da die hundertprozentige Freude dabei, diesen Satz zu sprechen und zu singen, so dann würde ich sagen, mach einen Haken dran und geh weiter und setz das um, was du dich entschieden hast, neu Toll. zu wählen. So, aber wenn da eben nicht hundertprozentige Freude ist, dann gilt es genauer hinzuschauen. Toll, danke dir. Also toller Sehr Tipp. gerne. Jetzt möchte ich als letztes noch mit dir sprechen über das Obertonsingen. Ich habe das ja mal entdeckt und zwar über, oh Gott, jetzt habe ich wieder vergessen, wer er hieß, Nada Brahma. Joachim Ernst Behrendt. Genau. Und da habe ich mal irgendwann die Kassetten bekommen, die CDs und ich war hin und weg. Ja, das war das erste Mal, dass ich darüber gehört habe. Und habe dann versucht, es selber ein bisschen zu machen. Ich bin nicht super besonders gut, aber ein bisschen was kriegt man hin, auch wenn ich Kurse gemacht habe. Manche Leute können das recht einfach. Und ich habe entdeckt, dass einige Leute das gar nicht hören können, dass da andere Töne mitschwingen. Wie machst du das? Also wie stellst du es her, aber wie lehrst du auch den Menschen, dass es eben nicht nur einen Unterton gibt oder einen Grundton, sondern dass man die wirklich verfolgen kann bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich habe jetzt über 20 Jahre Workshops gegeben für Obertongesang und kann sagen, dass es da auch wirklich Wege gibt, um jeden Menschen an das Oberton hören und singen heranzuführen, auch wenn natürlich da Qualitätsunterschiede sind, ob jemand das jetzt zum ersten Mal macht. Und ja, theoretisch kann man es nach 2 Minuten schon erfassen.
Und manche nach 2 Stunden, manche nach 2 Tagen, weil es irgendeinen Switch im Gehirn braucht, um eben wirklich von dieser linken auf die rechte Gehirnhälfte über zu schalten. Und was ich mache in meinen Workshops oder auch wenn ich jetzt Menschen einzeln in das Obertonsingen hineinführe, ist natürlich so eine eher meditative Herangehensweise an den Klang erstmal sich zu erlauben, im Sinne von wir entschleunigen die ganze Herangehensweise an das Klanggeschehen und sinken sozusagen in das ganz körperliche und ganzheitliche Wahrnehmen des Klanges hinein. Das sind teilweise Methoden aus dem Klang-Yoga, wo der Klang ja als Medium benutzt wird, um den Einheitszustand zu unterstützen und zu verstärken. So, und dann wird halt tatsächlich mit bestimmten Prinzipien gearbeitet, die jedem Menschen vertraut sind, wie zum Beispiel das Gleiten, ja, und das Einkoppeln, wo es darum geht, wie können wir in Resonanz kommen mit einer Schwingung, die schon existiert, um uns wirklich damit zu verkoppeln. Ja. Weil das ist so die Basis des Obertonsingens, dass wir unsere Filter, die wir im Mund haben, ja, wovon wir 3 willkürlich bewegen können, Lippe, vordere Zunge und Rachenzunge, den Kiefer könnte man noch dazu zählen, dass wir diese Filter bewusst einsetzen, und zwar sehr langsam, um aus dem Gesamtgeschehen des Klanges einzelne Teilfrequenzen herauszufiltern und dadurch auch verstärken zu können. So, und das ist eine Methode, die sehr viel Freude macht, insofern, als dass der Klang ja die Obertöne schon in sich trägt und wir die gar nicht erzeugen und produzieren brauchen. Und es auch keine Chance gibt, die Obertöne schief, schräg oder falsch zu singen, weil die sind ja immer perfekt harmonisch. Ganzzahlige Vielfache von der Grundtonfrequenz. Insofern ist das wirklich ein Wahrnehmungstraining, was da eingeladen wird zu tun. Es geht nicht darum, Obertöne zu produzieren, sondern es geht darum, wahrzunehmen, was im Klang schon drin schwingt. Und das eröffnet uns sozusagen nochmal eine neue, demütigere Herangehensweise an das Leben selbst. Im Sinne von, das Leben ist schon in sich vollkommen. Und wir können lernen, diese Vollkommenheit des Lebens wahrzunehmen und dann ähnlich wie im Leben, wo wir eine Fülle von Möglichkeiten haben, aus der Fülle von Möglichkeiten eine rauszuwählen und zu sagen, die möchte ich gerne erleben in meinem Leben und somit auch verstärken und als Erfahrung spürbar machen in meiner körperlichen Realität. Das ist das, was aus meiner Sicht das Obertonsingen auch bringt an Persönlichkeitsentwicklung. Von daher ist es nicht nur ein Gehörtraining und eine Möglichkeit, die Stimme zu schulen, zu bilden und eine Möglichkeit, eine neue Gesangstechnik zu erlernen, wo wir 2 Melodien in einer Stimme singen, sondern es ist eben auch eine Philosophie, die dahinter steckt, die uns ermöglicht, mit dem Leben mehr zu verschmelzen, und zwar über dieses Medium Klang. Es ist wirklich wunderbar. Es eröffnet mir auch neue Perspektiven. Ich habe mich mit Obertonsingen nicht so beschäftigt, ne? Nur hin und wieder mal ein bisschen haben wir es probiert. Aber auch die Idee, dass das Filter sind, die Zunge und so weiter, das weiß ich ja. Aber es war mir noch nie so klar, was es dann für eine Bedeutung hat. Und dass du dann die Möglichkeit auswählst, praktisch. Einfach jetzt so als theoretisches Konzept macht es für mich jetzt sehr viel klarer. Und auch dieser Ansatzpunkt, die Übertragung auf die Lebenssituation, ne? Dass diese Parallelität, dass es so und so viele Möglichkeiten gibt und du konzentrierst dich, filterst eine heraus, das finde ich sehr, sehr schön. Ich danke dir wirklich dafür. Hat meine Vision nochmal sehr erweitert. Wunderbar. Ich finde das ein toll, obwohl ich ja gar nicht mehr mit der Stimme arbeite. Jetzt mache ich hier mit den Kindern, die im Moment hier sind, vorlesen und Theater spielen so ein bisschen und die machen da gern mit und ich versuche ihnen indirekt an der Stimme, mit ihnen an der Stimme zu arbeiten, aber sonst mache ich eigentlich ja nichts mehr. Aber wie du sehen kannst, es fasziniert mich noch immer, der Stimme auf den Grund zu kommen und noch mehr zu erfahren. Jetzt würde ich gern von dir noch wissen, was du so, du bist ja in Berlin, aber du sagst, du arbeitest jetzt auch online, was du so alles den Leuten so anbieten könntest. Erstmal so vielleicht deine Webseite, da steht ja sicher einiges drauf, nehme ich mal an. Und red doch einfach nur, was für wen gut ist und warum sie zu dir kommen sollten.
Ich meine, im Grunde hast du es ja schon gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal so einen Elevator-Pitch abgeben. Ja, ich fange mal mit meiner Webseite an. Die heißt stimmlabor.de, weil mein Unternehmen heißt Stimmlabor Freiklang Berlin und Freiklang wird bei mir groß geschrieben. So, und da bin ich auch ganz froh, diesen Namen gewählt zu haben. Der passt einfach vom ersten bis zum letzten Tag. So, weil ich einfach dafür mich einsetze, Menschen zu unterstützen, das volle Potenzial ihrer Stimme zur Entfaltung zu bringen. Und dazu gehört eben auch, die Stimme frei zu lassen und freie Klänge einzuladen, die eben nicht gefiltert und zensiert sind von unserer Zensurbehörde, die eben auch doch eben meist gesellschaftlich bedingt ist, sondern wo wir zu einer Stimme des Lebens werden können und dem Leben erlauben können, ungefiltert durch uns hindurch zu wirken. So, das ist so meine höchste Ausrichtung. Das heißt nicht, dass jeder die mitbringen braucht. Es kann auch sein, dass jemand einfach sich unterstützen lassen möchte, bessere Präsentationen zu halten aus stimmlicher Sicht und da in einen stärkeren, kraftvollen und bewussteren Stimmausdruck zu kommen. Also was ich anbiete, ist halt eine Erhöhung des Stimmbewusstseins. Und dazu gehört natürlich eine Erhöhung des Atembewusstseins, des Körperbewusstseins und ja auch des Manifestationsbewusstseins. Also was manifestiere ich eigentlich gerade mit meiner Stimme? Denn die Stimme ist einfach so ein starkes Schöpfungswerkzeug, dass es gut ist, sich darüber bewusst zu werden, dass in dem Moment, wo wir etwas aussprechen, und zwar auch sogar schon auf der inneren Ebene, dass wir dann damit auch unsere Realität tatsächlich formen oder eben, wie ich schon vorhin sagte, informieren. So, na, und da wird eben auf uns gehört, ob wir das wollen oder nicht. So, und zusätzlich zu dem ganzheitlichen Stimmcoaching biete ich halt ganzheitliche Stimmanalyse an für Menschen, die sagen, sie wollen wirklich gerne mal wissen, was steckt alles in ihrer Stimme drin, was lässt sich da alles herauslesen, hören, lauschen, fühlen. Dann biete ich da, wie gesagt, durch eine Software unterstützt, wo wir die Klänge dann auch visualisieren können und dann mehrere Ausdrucke in Farbe haben von der eigenen Stimme und ihren Frequenzen. Dazu brauchst du doch aber sicher die Anwesenheit der Menschen, denn über diese Mikrofone, da werden ja so viele Frequenzen ausgesperrt. Genau, das habe ich bisher nur in Präsenz gemacht. So, Stimmcoaching mache ich mittlerweile auch online. Und so ist es mit dem Obertongesang auch gerne vor Ort, aber gerne auch von Übersee. Also das ist ja der große Vorteil, dass wir über die Technik tatsächlich uns eine Menge Fahrtwege sparen können. Und trotzdem, ja, wenn wir jetzt so einen guten Kontakt haben, auch relativ nah miteinander sein können und auch sehr tief miteinander arbeiten und gehen können. Also da ist schon doch viel möglich. Vor allen Dingen, wenn du eben dir auch die bestmögliche Technik dafür besorgst in Form von das guten Mikrofonen es. Und guten Lautsprechern, sodass du so wie ich hier zum Beispiel so einen natürlichen Klang hast, als ob ich mit Heidi in einem Raum sitze. Für mich ist da jetzt gerade kaum ein Unterschied zu hören. Das ist ganz minimal, was da durch die Technik weggefiltert wird. Also da sind schon Möglichkeiten da, auch sich das so angenehm wie möglich zu machen. Ja, und als ich versuchte, Stimmunterricht zu machen online, da ist es hauptsächlich daran gescheitert, dass die Studenten nicht genug Mikrofon hatten. Ich muss ja hören können, den Klang. Natürlich. Aber wenn ich den Klang nur verzerrt höre, da kann ich nicht viel machen, ja. Insofern, das ist wenn man es online macht, wäre es gut, ein gutes Mikrofon zu haben. Ein sehr gutes, würde ich mal sagen. Der einen hohen Frequenzgang hat, weil die Bedeutung der Obertöne ist eben ganz wichtig, um eine Aussage über den Klang zu machen. Wie viel werden vom Mikrofon weggeschnitten? Heutzutage bin ich da falsch dran, aber wird mehr Wert gelegt auf die tiefen Töne von der modernen Musik her, von den Basstönen und alles. Und die Obertöne werden gar nicht so mikrofontechnisch bei normalen Mikrofonen behandelt. Oder bist du da auf technisch? Hast du da einen Vorschlag, welche Mikrofone gut sein könnten, wenn jemand bei dir Online-Kurs machen möchte? Also günstig ist natürlich ein großmembraniges Mikrofon zu wählen. Ich zeige mal, wie so eins aussehen kann. Die gibt es ja mittlerweile auch als USB-Mikrofone, ja, so, oder eben eine hochwertige Webcam, die eben das auch schon leistet. So, das ist meistens mit dem Laptop-Mikrofon und der Webcam nicht so gut zu bewerkstelligen. Also da kann man schon auch investieren, wenn man die Möglichkeit dazu hat. So, und was ich noch sagen wollte, ist zum Thema Beschneidung von
Datenmengen, dass ich empfehle, immer wieder bevorzugt mindestens CD-Qualität zu hören und sich nicht mit MP3 zufrieden zu geben, weil da eben tatsächlich die Informationsfülle wesentlich reduziert ist im Vergleich zu dem, was zumindest eine CD liefert. Und ja, es gibt natürlich auch für die Freaks unter uns Anbieter von Hi-Fi-Audio, Auflösungen, die weit, weit über das hinausgehen, was auf eine CD draufpasst an Informationen, wo die Klangfülle und Reinheit und Präzision nochmal eine ganz andere ist. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass nichts von der Technik jemals das erreichen kann, was wir im natürlichen akustischen Miteinander schwingen erleben können. Und deswegen empfehle ich unbedingt immer wieder sowohl das eigene Instrument Stimme, aber auch die anderen Instrumente, die du zur Verfügung hast, zu nutzen oder regelmäßig in Konzerte zu gehen, möglichst viel wirklich mit natürlichen Schwingungen dich zu verbinden, sei es in der Natur, über die Naturklänge und Geräusche wie Vögel, Wind, Wasser, Meer. Oder eben wirklich auch ja, die Musik zu zelebrieren als das, was sie ist, nämlich ein ganzheitlicher Ausdruck der Quelle unseres Lebens, die wirklich nur in ihrer Ganzheit zum Ausdruck kommt, wenn es nicht gefiltert ist durch irgendeine Technik. Genau, und das haben wir nämlich bislang noch gar nicht besprochen gehabt, dass die Art des Hörens auch ganz wichtig ist. Das heißt, man lernt hören durch gute Musik, durch gute, also wenn du nicht gewohnt bist, Obertöne zu hören in dem, was du hörst, dann kannst du auch nicht hören. Also man muss das Gehör ja auch trainieren. Und das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig, dass du sagst, MP3 ist vielleicht noch nicht gerade das Beste, um seinen Klang Empfinden zu schulen, ja. Ja, und deswegen geht's bei den kleinen Kindern los. Bitte kauft denen nicht so viel technisches, elektronisches Düdüt-Spielzeug, sondern mehr kleine Instrumente, wo die Kinder schon anfangen können, erste Erfahrungen zu machen, wo keine Gefahr ist, dass es irgendwie schräg, schief oder falsch klingt, weil die so gestimmt sind, die Instrumente, dass sie pentatonisch, harmonisch sind miteinander, wo nichts kaputt gehen kann. Es gibt so viele schöne Instrumente. Ich will hier eine Firma einfach gerade mal bewerben, das ist die Firma Hokema. So, die hat gerade so eine kleine Sansula rausgebracht, die wirklich so goldig ist. Es kostet nicht viel Geld, nicht viel mehr als irgendein kleines Billig-Plastiktechnik-Spielzeug aus China. Und es bringt aber so, so viel mehr für die Kinder, weil sie eben dadurch ihre Gehirnstrukturen tatsächlich entwickeln, durch natürliche Klänge. Klang ist Nahrung fürs Gehirn und formt unser Gehirn maßgeblich mit. Deswegen ist das Singen, so wichtig mit den Kindern. Also das regelmäßige Vorsingen und sie einladen zum Mitsingen, aber eben auch möglichst frühzeitig an Instrumente heranführen. Ja, das ist wunderbar. Und weil du gerade gesagt hast, Singen ist wichtig für Kinder, es ist auch wichtig für ältere Leute Natürlich, natürlich. und vor allen Dingen für ganz Alte. Je älter du wirst, desto besser ist es, wenn du singst, weil sonst kriegst du irgendwann mal so eine gesprochene Stimme. Und da kann ja, dann hört ja keiner mehr zu, ne? Wenn du, aber man weiß ja, dass eine Stunde in der Woche Singen für auch sehr alte Leute die Stimme erhält. Dann bricht sie nicht. Da geht sie nicht weg. Und wir wollen doch auch im Alter noch gehört werden, nicht? Oder wollen wir uns da alles bilden lassen, was wir uns da. Und dann kann man uns noch nicht mal mehr wehren, wenn die Stimme nicht mehr kommt. Also singen ist immer gut. Ja, da bist du ein gutes Beispiel, Heidi, mit deiner Aktivität. Ich danke dir sehr, dass du dieses Interview hier mit uns beiden auf die Beine gestellt hast und freue mich, deine lebendige Stimme zu hören, wo die Lebensfreude sozusagen aus jedem Ton heraussprüht. So soll das sein. Das wünsche ich jedem von uns, dass wir in dieser Qualität auch ja, das Leben weiter feiern und genießen dürfen, bis es halt Ja. ja auch tatsächlich irgendwann nicht mehr geht. Aber solange es geht, lasst uns jeden Moment feiern. Genau, das ist wunderbar. Ich danke dir auch. Hast du noch irgendwas vergessen? Magst du noch hast noch irgendwas, was ganz dringend noch raus muss? Ansonsten. Ja, ich denke, die Menschen, die interessiert sind, die gucken einfach mal in die Videobeschreibung. Da werde ich auch meinen Videokurs verlinken, den ich entwickelt habe fürs Obertonsingen, wo du ganz entspannt in deiner Zeit da herangeführt wirst und es auch als eine Form der Stimmbildung betrachten kannst. Da sind ganz viele Stimmbildungsübungen drin in diesem Kurs. Von daher freue ich mich, wenn wir den mit verlinken. Mache ich gerne und auch sonst, wenn du irgendwelches Material hast, ich werde dir einen Artikel darüber schreiben, was wir heute gesprochen haben. Das kann ich auch gerne auf die Webseite stellen und irgendwie, was weiß ich, einen kleinen Klang,
Beispiel oder irgendwas, was immer. Oder wenn du was geschrieben hast, du ein Buch geschrieben schon darüber? Also ich denke jetzt gerade darüber nach, dass ich erstmal die ganzen Texte, die ich schon geschrieben habe, zu einem Buch zusammenfassen könnte. So, also sozusagen eine Fülle von Essays. Aber ja, ich habe auch innerlich ein Buch, was ich noch schreiben werde, über die Natur des einen Klanges. Ein philosophisches und praktisches Erfahrungsbuch, wo ich Menschen sozusagen mit den Worten in neue Klangerfahrungen hineinführen möchte. Also das ist schon angefangen. Und da bin ich noch dabei. Danke, dass du danach fragst. Also das kommt demnächst. Sehr, sehr gut. Und damit danke ich dir wirklich und lass uns in Kontakt bleiben. Sehr gerne, Heidi. War mir ein Vergnügen. Mir auch. Habt noch eine gute Zeit. Ciao.